Ja, hallo Leute, hier spricht der Ouroboros und unser heutiges Thema lautet: Wofür haben die Menschen damals Kuppelbauten errichtet, Leute? Ihr kennt ja bestimmt viele, im Fernsehen habt ihr bestimmt gesehen, dass weltweit bestimmte wichtige Gebäude sogar auf eine Art Kuppelbauten, das heißt, dass die oberen Bereiche ein Kuppel darstellt, Leute. Ihr kennt ja zum Beispiel den Petersdom, eines der wichtigsten Orte der menschlichen Geschichte, sage ich mal einfach so. Oder religiöse Kirchen, zum Beispiel die türkische, muslimische Hagia Sophia. Das heißt, diese Gebäude haben Kuppel. Nicht nur das, Leute, nicht nur das. Auch in der Astronomie, dem ganzen Planetarium, wurden auch damals Leute auf einer kuppelähnlichen Gebilde gebaut. Das fragt man sich natürlich, wofür soll das gemacht worden sein? Weil allgemein, ich meine, es ist ja von der Architektur her gar nicht so einfach, so einen Kuppel zu erbauen, Leute. Und da fragt man sich natürlich, wieso haben vor Jahrtausenden die Leute sich die Mühe gemacht, einen Kuppel über ihren Häusern oder religiösen Städten zu bauen, Leute. Und die geschichtliche Wissenschaft, sage ich mal, die archäologische Weltsicht hat keine Ahnung, beziehungsweise sie wissen allgemein nicht, warum damals die Menschen diese Schwierigkeiten auf sich genommen haben, Kuppelbauten zu erstellen, Leute. Und das ist ja nicht nur einfach so, dass es nur ein, zwei auf der Welt gibt. Nein, Leute, es ist eine weltweite Struktur zu erkennen, dass verschiedene Völker unbedingt, Leute, das ist ja das Problem, unbedingt ihre religiöse oder wissenschaftliche oder Regierungshäuser mit einem Kuppel ausgestattet. Das sehen wir ja in Amerika, diese ganzen wichtigen Plätze, wo der Kongress ist, ist ja auf einer Kuppel dargestellt. Genauso wie in Deutschland. Die Parlament- bzw. Regierungssitz, ihr wisst ja selber, in Berlin, ist ja auch mit einem kuppelähnlichen Gebilde ausgestattet, Leute. Die Frage, was hier lautet, warum? Warum nimmt sich der Mensch früher oder heute einfach die Mühe auf sich, Kuppelbauten zu erstellen? Weil von einer Seite ist ja gar nicht mal wichtig. Ich meine, eine flache Dach darüber oder hier ein pyramidenähnliches Dach, das ist eigentlich das Einfachste, was es gibt, Leute. Also fragt man sich auf jeden Fall, warum haben die Menschen damals, aber auch heute, diesen unglaublichen inneren Zwang, etwas aufzubauen, was eigentlich gar nicht nötig war. Ganz einfach, Leute, ganz einfach. Ihr kennt ja die ganzen Geschichten über die flache Erde. Ich glaube, ihr wisst das selber, was ich meine. Ich weiß, was ich damit eigentlich meinen will. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, Leute, immer eine These, ich sage gar nicht, dass das stimmt, immer davon ausgehen, dass wir Menschen heutzutage unter einem kuppelähnlichen Konstrukt leben, Leute. Ob das Ding jetzt hier auf dem Wasser ist, unter dem Ozean oder was weiß ich, wo auch immer das Teil liegen mag, Ausführungszeichen, ne? Das spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir uns unter einem Kuppelkonstrukt uns befinden, Leute. Dass er so riesig ist, also das ist ja das Problem, was Leute nicht verstehen. Einige sagen ja immer, ja, wie kann das denn sein hier? Wir reden hier von Tausenden von Meilen, die dann von so einer Art Kuppel bedeckt werden muss. Aber Leute, ihr dürft das nicht eins nicht vergessen. Größe ist relativ, Leute. Das ist genau so ein kleiner Beispiel. Wenn wir in einem Fußballstadion sind, das überdacht ist, wie so eine Art Kuppel, ihr wisst ja selber, die ganzen modernen Stadien, die im Fußball oder was weiß ich was, sind mit so automatischen Geräten überdacht. Das heißt, die können sich einfahren, ausfahren. Das heißt, so ungefähr ist das. Und stellt euch mal vor, der Mensch wäre nichts anderes als so eine kleine Laus, genau ein Laus.
Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie riesig dieses Stadion für diese kleinen ameisenhaften Wesen aussehen muss. Ich weiß, dieser Vergleich ist ein bisschen übertrieben, aber ich wollte euch einfach mal sagen, dass die Größe eines Kuppels oder eines Gebäudes gar nicht auf die Größe ankommt. Es kommt immer auf relativ an, wer das erbaut hat, Leute. Das heißt, ihr sollt euch einfach nicht auf die Größe eines Doms beschränken, was ja viele Kritiker, Ausführungszeichen, sagen. Ja, wenn das so was wäre, stellt euch mal vor, der Durchmesser dieser Erde ist, was weiß ich, 12 bis 40.000 Kilometer Durchmesser. Total und übertrieben. Aber wie kann da so ein riesiger Kuppel drüber stehen? Was viele weniger verstehen ist, dass die Größe vom Schöpfer abhängt, Leute. Vom Schöpfer, von diesen Leuten, die diesen ganzen Konstrukt erbaut haben. Und da kann man einfach nicht sagen, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, total übertrieben, ein Ameisenvolk jetzt in so eine Art, unseren kleinen Kuppel reintun, das wir selber erbaut haben, dann werden diese Ameisen auch sagen, boah, der Kuppel ist ja riesig und wenn sie sich Gedanken machen über die flache Erde, was weiß ich, das kann doch nicht sein. Was ich sagen will, es ist relativ die Größe. Wie das erbaut ist, sagen wir dahingestellt. Sag ich erstmal so. Auf jeden Fall, die alten Kulturen, gläubigen Kulturen, das meistens auf das Religiöse spezifisch, haben sozusagen ein Abbild, Leute. Das ist sehr wichtig an der ganzen Sache, was wenige verstehen. Einen Abbild von dem Kuppel, das heißt, irgendeiner von denen hat das irgendwie erfahren, in was für eine Art Haus oder einem Ort wir leben. Und das ist eine Art Spiegelbild der wahren Welt, in der wir uns befinden. Es gibt ja alte Geschichten von den 50er Jahren, wo Wissenschaftler mit damaligen, ja, nicht modernen Flugzeugen über irgendwelchen Dschungelgebieten geflogen sind, wo richtig primitive Menschen gelebt haben. Zum Beispiel in Brasilien gibt es ja so Völker, die noch nie eine moderne Zivilisation gesehen haben. Das heißt, die haben noch nie ein Auto oder ein Flugzeug gesehen. Weißt du, was passiert ist, Leute? Da sind wir mal aus englischer Wissenschaftler, glaube ich, habe ich mal gelesen, sind mal mit so ihren Flugzeugen über diesen Wäldern geflogen. Und diese Menschen da haben einfach das, was wir gesehen haben, mit primitiven Sachen nachgebaut. Das nennt sich Cargo-Kult, Leute. Diese Cargo-Kult heißt eine primitive Rasse, sage ich mal, über Ausführungszeichen, primitiv ist aber hingestellt, sieht etwas, was einer nicht versteht, sage ich mal so, und baut das nach, weil sie das für heilig darstellen, heilig befinden, Leute. Und so entstehen religiöse Gruppierungen, religiöse Ansichten, weil der Mensch nicht versteht, was er sieht. Das heißt, übersetzt, irgendjemand damals hat dieses Wissen bekommen über diesen Kuppel, unter dem wir leben, Leute, unter dem wir leben. Und von diesen Ansichten, wahrscheinlich haben die den so, ihr kennt die ganzen Geschichten von der Bibel, wo die ganzen Propheten mal von diesen höheren Wächtern in den Himmel gebracht wurden und die erzählen dann, ja, ich habe das und jenes gesehen. Und jetzt stellt euch mal vor, das ist wirklich mal passiert und einer dieser Gestalten hat den Kuppel gesehen, Leute, hat diesen Kuppel gesehen. Das heißt, eine kleine Ameise hat den Kuppel gesehen und dann kommt er wieder in seiner Wohnort und erzählt denen, ja, außerhalb, ich habe unsere Welt gesehen. Es ist so eine runde, kuppelartiges Gebilde. Und das ist genauso wie dieser Cargo-Kult. Und das haben die nachgebaut, Leute. Alles, was wir unter dem Kuppel erbaut haben, in dem Bereich kuppelähnliche Gebäude wie dem Petersdom oder Hagia Sophia oder was weiß ich, es ist ja weltweit, Leute. Die Geschichte ist ja nicht so, dass es sich auf eine bestimmte Volksgruppe sich hinwendet. Nein, Leute. Es sind verschiedene Völkersgruppen, wie die Chinesen, die Inder. Das heißt, alle Gruppierungen haben eigenartigerweise, muss man sagen, das ist das Eigenartige, kuppelähnliche Gebilde gebaut.
in ihren Orten, was auch sehr wichtig ist heute. Ne? Für die ist das sehr wichtig, weil es ist schon fast wie ein Heiligtum. Man muss sich das mal vorstellen. Genauso wie die ganzen Moscheen weltweit. Ich will das ja nicht übertreiben, die ganzen Moscheen, die weltweit mit Kuppelbauten errichtet worden sind. Und ihr dürft auch nicht vergessen, das hat ja mit dem Islam gar nichts zu tun, diese Kuppelbauten. Es ist ja sozusagen übernommen worden, ist, Leute. Es ist ja viel älter, die Geschichte. Es geht sogar Jahrhunderte vor Christus. Das heißt, es geht schon um die Sumerischen Reiche, wo die bei Keilschriften erfahren haben, dass sie schon damals kuppelähnliche Gebilde gebaut haben. Und bisher, muss man sagen, bisher hat die Wissenschaft in der Archäologie nicht sagen können, warum der Mensch damals überhaupt solche kuppelähnliche Gebilde erbaut hat, Leute. Das ist ein Geheimnis und keiner weiß das. Wie die errichtet worden sind, das ist eine andere Sache. Ich meine, die Technologie oder diese Architektur mag ja früher ein bisschen primitiv gewesen sein, aber die haben das geschafft. Aber darum geht es ja gar nicht, wie die das errichtet haben. Ne? Es geht darum, warum die das gemacht haben. Was für ein Vorbild. Es geht am Ende, alles, was man errichtet, muss existieren, Leute. Muss existieren. Ich gehe nicht einfach dahin und sag mir, jetzt baue ich mir jetzt, was weiß ich, ein Viereck und das ist jetzt, ich baue mir jetzt Häuser aus Viereck, das und jenes. Nein, Leute. Es muss was ganz, ganz Wichtiges sein. Wichtiges. Weil kein Kultur, es ist ja ein weltweites Phänomen, um was es geht, Leute. Ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Europäer angefangen haben, hier den Petersdom oder andere Bauten zu errichten mit kuppelartigen Gebirgen. Nein, Leute, es ist ein weltweites Phänomen, die bis zu den Pygmäen in Brasilien gehen. Da fragt man sich ja, wie kommen die denn auf so eine abartige Idee, hier kuppelähnliche Gebilde zu bauen? Ne? Es ist einfach ein Abbild. Von wem die das gehört haben, von wem die das überliefert bekommen haben. Auf jeden Fall diese Kuppelbauten, was wir sozusagen heutzutage sehen, symbolisiert. Es ist ein Abbild der Kuppel, in dem wir uns befinden, Leute. Ja? Es ist religiöser. War früher war ja religiös. Es gab Kulturen, die haben diese Kuppelgebilde angebetet, Leute. Weil das ist genauso wie in den griechischen Mythologien. Zum Beispiel, dass die verschiedenen Götter irgendwas mit der Kuppel zu tun gehabt haben. Das heißt, dieser Kuppel war der Lebensinhalt verschiedener Rassen und Völker. Das heißt, der Kuppel war nicht nur einfach eine, ja, materielle Gebilde. Es hat das Leben gegeben, Leute. Das heißt, alles, wo wir uns befinden, hängt von diesem heiligen Kuppel ab. So haben die Leute damals gedacht. So, fassen wir mal zusammen. Ich will das Video jetzt nicht so lang weit so durchziehen, sage ich mal einfach so. Das heißt, die Kuppel, in dem wir uns befinden, Leute, ob es unter dem Meer, über dem Meer oder im Universum, keine Ahnung, sei mal hingestellt. Das ist ja wieder eine Frage, da kann man streiten. Aber man kann sich nicht streiten, dass die Völker von früher, in der Antike, das ist so ein bisschen Mittelalter, unbedingt kuppelartige Konstruktionen gebaut haben. Selbst hier heutzutage, Leute, heutzutage werden zum Beispiel ganze Planetariums, wo man die Sterne beobachten kann, auch kuppelartig gebaut. Und kein Schwein macht sich Gedanken, warum das so ist. Es kann auch ein Viereck sein oder was weiß ich, ein Dreieck, aber nein, es muss auch kuppelartig sein, Leute. Ne? Und das ist eben der Knackpunkt, in dem wir uns befinden, Leute. Das heißt, es ist ein Abbild von dem Teil, in dem wir uns befinden. Wer das immer erzählt hat, Leute, das ist eine Geschichte, da kann man sich Gedanken machen. Auf jeden Fall Gedanken kann man sich nicht machen, weil man die ganzen Sachen entdeckt. Es gab Ausgrabungen, es gab überall auf der Welt Ausgrabungen, die kuppelähnliche Gebilde zeigen. Und da sind ja Schlungen, also erstaunt, weil die selber nicht wissen, warum die das gemacht haben. Warum diese Mühe machen, so ein komplexes System zusammenbauen? Es ist ja nicht nur so, dass es 2 Meter-Dinger sind, sondern es sind ja meistens 30, 40, sogar größere Gebilde, die entstanden sind, Leute. Das heißt, es ist was sehr Wichtiges gewesen. Und nach meiner Meinung, ist nur eine These, Leute. Ihr müsst das nicht so ernst nehmen. Es ist nur eine These, die euch Gedanken machen soll. Ihr sollt nachdenken. Das heißt, übersetzt ganz kurz und klar gesagt, wir befinden uns unter einem Kuppel, für mich auf jeden Fall realistisch und wahrscheinlich auch so
ist das auch so, sag ich mal einfach. Und alle weltweiten Leute, weltweiten Kuppelbauten sind Spiegelbilder dieser Kuppel, in dem wir uns befinden. Das ist wahrscheinlich die Wahrheit hinter diesen ganzen Bauten. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen und wir schauen uns mal kurz ein kleines Video an, Leute. Was auch sehr interessant ist, was sehr interessant ist, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht irgendwie geblockt von YouTube. Auf jeden Fall geht es ja um Men in Black. Schaut euch das mal an, Leute. Ich habe gesagt, wir befinden uns in einem geschlossenen System. Ein geschlossenes System. Der Film Men in Black zeigt ausdrucksvoll, wie das sein kann, in der wir uns befinden. Es ist natürlich jetzt hier nicht ernst zu nehmen. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was das sein könnte. So, der Quader. Der Quader, der schwarze Würfel, in dem sich sozusagen diese Wesen sich befinden, Leute. Die wären sozusagen, Will Smith und sein Kollege, wären die Götter. Wir befinden uns in einem geschlossenen System. Das dürft ihr niemals vergessen, Leute. Das heißt übersetzt, alles, das ist ja sehr wichtig, Leute. Indem er sozusagen seine Licht, also das Uhr weggenommen hat, indem sozusagen er Leuchte drin war. So, jetzt schaut euch das mal an. Dieser Will Smith tut seine Uhr da rein, dass die Gegend wieder erleuchtet. Das ist die Sonne sozusagen. Ne? Ich mache extra noch mal ein Video dazu. Es ist zu kompliziert, das hier zu erzählen, aber sehr, sehr interessant, Leute. Seht euch das mal an, was hier wenige verstehen. Auch das hier, Leute. Auch diese Szene ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ihr seht diese runde Knopf oder was das sein soll. Das heißt, der Regisseur wollte uns damit sagen, dass wir so eine Art runden, flachen Erde uns befinden, in einem geschlossenen System. Und es ist sehr, sehr interessant, das sozusagen zu interpretieren, sage ich mal. Ne? Es muss nicht so sein, Leute. Es ist nur eine These. Wichtig ist, in vielen Filmen wird ja auch angedeutet, dass wir uns so eine Art, ihr kennt ja die Filme wie Matrix oder es gibt sogar andere Filme, die auch hindeuten, dass wir so ein geschlossenes System leben. Das heißt, so eine Art Kuppel, wo wir nicht mal rauskommen. Genauso wie ihr diese Szene gerade gesehen habt mit Will Smith, Leute. Weil wir befinden uns ganz einfach ausgedrückt in einem Gefängnis, Leute. Wir kommen ja nicht raus. Und vielleicht nach dem Tod, keine Ahnung. Wenn es eine Seele gibt, Leute, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit. Aber ich denke mal auch, dass diese Machthaber selbst dafür irgendwie einen Mechanismus erfunden haben, dass die Seele nicht mehr hier rauskommt. Aber das haben wir eingestellt. Ganz kurz noch, Leute. Es gibt ja sozusagen bei der flachen Erde, beziehungsweise in religiösen Schriften, zum Beispiel bei den Talmuds oder Kabbala oder auch in älteren Schriften, bei den Essenern, es geht darum, dass die sagen, es gibt drei Schichten. Drei Schichten. Das heißt, einmal, ihr seht ja selber, zum Beispiel in diesem Kuppelbau, es sind drei Schichten mit dem obersten System. Das heißt, es gibt die Unterwelt, die Menschenwelt, in der wir uns befinden, dann gibt es das Weltall, Ausführungszeichen, und dann kommt das Himmelreich. Ich würde mal so weit gehen zu behaupten, dass diese Konstrukte, nicht nur der Kuppel, sondern auch die unteren Bauten, Alter, unteren Bauten, würde ich mal sagen, dass die sozusagen zeigen wollen, wie das ganze Konstrukt erbaut ist, Leute. Das heißt, ihr seht ja selber, ihr kennt ja bestimmt viele Moscheen mit so einem quadratähnlichen Aufbau und darüber ist der Kuppel drauf. Das heißt, übersetzt, wir. Ihr seht ja, genau das meint Schätze, ihr seht ja selber, dass wir in einem Ort uns befinden, in einem geschlossenen System und dieses geschlossene System wird mit einem Kuppel beschützt. Ihr seht zum Beispiel der Reichstag, soll was da sein soll, ihr seht man auch selbst diesen Kuppel hier. Da fragt man sich auch mal, warum bauen die denn jetzt hier irgendwelche kuppelartigen Gebilde? Was soll das denn bedeuten, Leute? Ganz einfach, zum ganzen Abschluss, Leute. Viel geredet, wenn ich es sage, einfach mal.
Wir befinden uns unter einem Kuppel und die Frage, ob wir sozusagen mehr leben im Universum, keine Ahnung, sagen wir hingestellt. Auf jeden Fall ist das 100% sicher, Leute, 100%, dass all diese Abbildungen, was ihr seht, nichts anderes ist als ein Spiegelbild der Kuppel, in dem wir uns befinden, Leute. Macht euch Gedanken. Macht euch wirklich Gedanken, weil dieses Thema, ich könnte jetzt hier stundenlang darüber reden, aber es gibt auch viele wissenschaftliche Ebenen, die darüber berichten. Aber das wird zu viel, Leute. Ihr wisst ja selber, ich rede nicht gerne jetzt hier zu viel wissenschaftliche Dinge. Ich würde euch einfach mal so allgemein sagen, ihr sollt selber nachforschen. Ich versuche euch was zu vermitteln und ihr müsst selber darüber forschen. Darum geht es bei mir. Ich sage nicht, dass das stimmt, Leute. Sondern ihr sollt euch selbst Gedanken machen. Gut, Leute, das war's für heute und ich sag mal bis nächstes Mal und ciao.